Willkommen zu Dark Souls 2, den meiner Meinung nach besten Dark Souls. Shoal of the Frostlin, ich habe nur das Original Dark Souls gespielt, das ist für mich blind. Let's go! Touchpad-Taste drücken. Ich habe eigentlich X gedrückt, aber egal. Speicherkalibration. Scrollen, ja. Nutzungsbedingungen, die wir uns natürlich durchlesen. Schöne Nutzungsbedingungen, ja, ja. Ja, ja, ey. Anmeldung mit Spieleserver. Empfang Informationen. Keine Informationen erhalten. Neues Spiel. Blut ein. Wenig. Okay. Untertitel, lass mir auch raus. Hat immer anzeigen. Immer anzeigen. Helligkeitseinstellung. Helligkeit einstellen, bis die Flamme sichtbar und Rache unsichtbar ist. Dann ist es für mich so. Bla 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 bla. Ich lasse dabei erstmal alles so. Kann man ja dann immer noch einstellen. Und der Modus wird gestartet. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Cursed.
Ui. Dazwischen. Oh, schön wieder in Dark Souls 2 zu sein. Ne? Das fühlt sich cool an. Das fühlt sich auch so flüssig an. Hui! Hui! Wir können uns im Dreis drehen, genau. Ah, oh, das sind schöne Erinnerungen hier. Das sind richtig schöne Erinnerungen. Und kein Input-Delay. Oh, oh, oh. Schön. Jetzt schon besser als Dark Souls 3. Confirmed. Wir gehen erstmal ins Haus rein, weil wir müssen erstmal unseren Charakter erstellen. Mal gucken, was wir spielen werden. Ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir mal. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Wie heißen wir? Klaus! Nein. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back. Deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Klasse und Gabe, was haben wir denn? Wir haben Krieger. Kampferprobte Krieger, sehr stark und geschickt. Nochmal Waffenerfahrung. Ritter. Umherziehende Ritter. TP und Anpassung hoch. Kaum zu bezwingen. Schwertkämpfer. Hochbegabter Schwertkämpfer kämpft anmutig mit starken Waffen in beiden Händen. Dem Bandit, ein gnadenloser, gesetzensloser, sehr geschickt, erfahren mit dem Bogen, zieht aus jeder Distanz. Ein Kleriker auf Pilgerreise, hoher Wille und Wunder leiten ihn. Zauberer, wissensreicher Zauberer, wirkt Zauber mit hoher Intelligenz und Bestimmung. Erkunder, weitgereister Erkunder, nicht sonderlich stark, hat aber so viele Objekte. Und Bettler, nackt und unbekannter Herkunft, hat nichts zu kämpfen, außer lebensbejahenden Leib. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen den Ritter. Ja. Gabe. Versteinertes Etwas. Geschlecht männlich, Körperbau. Sind wir etwas dicker, Figur, nicht maskulin, definitiv nicht, Aussehen, eine Frisur, was haben wir denn da? Nicht viel zur Auswahl auf jeden Fall.
Nehmen wir die hochgestylte so Haarfarbe, hab ich so einen braunen. Augenbrauen sind mir egal, Augenfarbe habe ich auch ein Braun. Achso, Augenbrauenfarbe. Augenfarbe habe ich einen Braun. Ein Bart habe ich derzeit. Eigentlich, also sowas, Bartfarbe. Eigentlich so wie das Haar. Hätte Wirung. Brauchen wir nicht. Deckkraft, ist so. Erweiterte Einstellung, das ist das hier, okay. Einstellung abschließen, ja. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Die sind krank, verrückt. Verlorene Erinnerung. Hier von hier kommen wir, perfekt, aber ich möchte gerne ganz kurz dahin, weil da ist das Leuchtfeuer. Es ist so ungewohnt, dass dieses Spiel so flüssig läuft, wisst ihr das? Weil das letzte Mal, als ich das gespielt habe, war ja am PC und im PC hast du ja immer noch diesen komischen kurzen Leck, kann man sagen. Von daher ist es immer so ein bisschen ungewohnt. Gerade jetzt läuft es so schön flüssig. Wunderbar. Das ist direkt ungewohnt. Körper springen. Okay. Und dann gehen wir mal gleich mal direkt hier hoch. Unser erster Kampf. Taste gedrückt. Ja, ich habe vergessen, er kann nicht mehr. Setz dich wieder hin, genau. Der Steinring. Dass wir wieder drauf klarkommen. Waldhart. Ich bin aber nicht, scheinbar nicht der Einzige, der hier spielt. Was macht denn der Steinring? Bringung der gegnerischen Balance. Ja, why not? Kann man mitnehmen. Hier. Kleiner glatterseitiger Stein. Cool. Den weiß ich auch, wo wir den gebrauchen können. Okay, dann gehen wir ganz kurz hier ran. Bis wir die Estus kriegen, dauert es nämlich jetzt eine Weile. Und Level aufsteigen können wir auch noch nicht. So, ich habe keine Ahnung, wie viel sich geändert hat in dem Spiel. Wenn ich ehrlich bin.
Werden wir ja sehen. Weil Shroud of the Firstling ist ja, was nach Dark Souls 2 kam. Die verbesserte Version, kann man sagen. Oder das Remake. Ich glaube eher, das Remake passt eher. Remake, Remaster. Ich denke, Remaster war es eher. Ich glaube, ich weiß, was ich tun kann. Da unten ist, da sagt er, unser Geschlecht ändert. Wenn das ist geblieben. Das sieht auch noch cool aus. Ich würde sogar nicht wundern, wenn es einen Erfolg gibt, jede Fackel anzuzünden. Ein Deutsch. Immerhin muss ich mir geben. Es macht jetzt schon wieder Spaß, das zu spielen, ne? Also bis jetzt macht es noch Spaß. Wir sind auch in Phase 1 von From Software. Ist wieder Neues, macht wieder Spaß. Ich muss mir unbedingt Dark Souls 1 Remaster kaufen. Aua. Das muss ich unbedingt. Okay. Zeitig, gibt uns weich. Was kriegen wir denn? Titanscherbe. Nice. Wie, ich kriege jetzt. Okay. Ich habe die ganze Zeit versucht, in Dark Souls 2 die Peitsche zu bekommen. Dass sie in den Drachen kommen. Oh. Versteckt besondere Ausrüstung. Okay. Actually not bad. Ich habe die ganze Zeit versucht, in Dark Souls 2 die Peitsche nämlich von denen zu kriegen. Aber ich hätte jetzt sehr geraged, wenn ich sie jetzt bekommen hätte. Aber alles gut. Alles okay. Genau, ich muss das springen. Zack. Gelbes Kraut. Zack. Ich mag die Tutorial-Ebene von dem Spiel. Ich mag die immer noch. Die ist super. Die ist schön. Was kann das mit dem Sturzangriff? Hallo. Verborstenes rotes Auge abfüllen. Damit können wir Spieler invaden. Können wir vielleicht mal machen. Das mache ich meistens in Dark Souls. Aber ich mag meistens noch der erste Ebene. Seit wann stehst du denn da? Das ist neu, dass der dort steht. Soweit ich weiß, stand da vorher noch nie einer. Und das ist neu, dass die. Ich glaube, die Fluchfrösche sind auch neu, dass die hier sind. Würde ich zumindest jetzt behaupten, eigentlich. Das ist neu. Okay, das ist neu. Cool. Das ist neu, dass der. Hab ich das? Ich stecke die ganze Zeit weg. Dass der dort steht. Okay. Das ist schon mal was Neues. Okay. Da bin ich ja gespannt, was noch so für Änderungen kommen. Die ganzen Nachrichten, die ganzen Leichen, die sich mit diesen Katanas wahrscheinlich hier selbst umgebracht haben. Das sind Nachrichten von Spielern.